Tiger Süper AM Stüdyo. Deutschland, Deutschland, Deutschland. Deutschland ja, süper. Okay. Endlich Süper AM Stüdyo. Aha, danke Aynur für diese türkische Çay ja. Çok sağ ol. Mann, 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 Deutschland. Herzlichen Glückwunsch erstmal Deutschland. Ihr habt geschafft, wir freuen uns auch. Super, ja. Guck mal, habe ich Einkaufswagen, Magen habe ich besorgt. Weil, guck mal, deutsche Schäferhund hat gesehen, türkische Pitbull, hat gesagt, Mann, türkische Pitbull hat Trikot von Nationalmannschaft. Deutsche Schäferhund will auch haben Fußballtrikot von deutscher Nationalmannschaft. Darum habe ich KGP angerufen und gesagt, hey, mach mal schnell nochmal Trikot, deutsche Trikot für deutsche Schäferhund, ja. Darum, guck mal, so macht man Geld, immer Geld verdienen, musst immer wach sein, weißt du. Darum Einkaufswagen, gleich gehe ich verkaufen, 5000 Stück, super, ja. Kommen wir aber zu Spiele gestern. Deutschland, ja. Die können gar nicht so schlecht feiern. Gestern haben die gut gefeiert. Nicht schlecht. Guck mal, gestern haben gespielt Kroatien gegen Polen. Haben gespielt Kroatien 1, Polen 0. Was soll man dazu sagen? Kroatien ist Runde weiter. Herzlichen Glückwunsch. Bravo. Und Polen kann man nur sagen, hadi tschüss, bis nächste Europameisterschaft, ja? Aber kommen wir zum nächsten Spiel. Deutschland gegen Österreich, ja? Österreich 0, Deutschland 1, super, ja. Herzlichen Glückwunsch, Deutschland. Wir haben uns richtig gefreut. Endlich noch ein Autokonvoi hat geschafft, nächste Runde, ja. Und Österreich, ja, Mann, was ist los? Mann, Österreich, haben kein Tor geschossen. Viele Chancen machen Tor, aber kein Tor geschossen. Die müssen mal Torwand schießen üben, ja. Kommt her zu mir, Tiger EM Studio, können wir Torwand schießen machen und dann nächste EWM klappt vielleicht. Aber bis dahin, hatte ich Schuss und vielleicht ein Döner essen und dann, du triffst vielleicht Tor. Mann, Österreich, ja. Die haben gespielt gestern wie Türkei 1988. Unmöglich. Aber muss man auch sagen, Deutschland spielt gestern, haben nicht gut gespielt, weißt du. Die haben so gespielt, wie Alis Ex-Freundin aussieht. Nicht gut. Aber egal, Hauptsache weiter, ja. Och, bäh. Super, ja. Danke, Aynur, für diesen Tee. Guck mal, damit erste Viertelfinale steht fest. Es spielt Portugal, Deutschland und zweite ist Kroatien, Türkei, ja. Portugal, Deutschland, Donnerstag und Kroatien, Türkei am Freitag, ja. Hoppa! Aber kommen wir jetzt zu unserer Kategorie. Was für Wind, ja, diese Mist. Beste Spieler. Gestern, Tag mal 10, war nichts, ja. Ich hab auch nicht andere Spiele gesehen, nur hab nur Deutschland Spiel geguckt, aber ich habe nicht gesehen, beste Spieler leider. Tut mir leid, ja. Ist so. Und jetzt, beste Hareket! Und beste Hareket war gestern Petra, weißt du? Weil Petra kam nach Spiel zu mir. Oh Mann, die hat super Hareket gemacht. Habe ich ganz neue Tricks gelernt, wenn du verstehst, was ich meine, ja? War super. Und jetzt, beste Autokonvoi. Beste Autokonvoi, weiß ich nicht, war, was war gestern. Weiß ich nicht. Beste Autokonvoi natürlich Deutschland, ja, bravo, ja, das war super. Und wenn man guckt, Liste, beste Autokonvoi, man sieht, guck mal, Deutschland ein Punkt, Deutschland zwei Punkte, Türkei ein Punkt, Türkei zwei Punkte. Zwischen beste Autokonvoi, Meisterschaft, Deutschland zwei, Türkei zwei, unentschieden. Mann, Kopf an Kopf, sagt man, war Kopf oder Kopf, Kopf an Kopf, Dings, Wettkampf, ich habe vergessen, aber du weißt, was ich meine. Und richtig spannend. Bestes Spiel gestern? Gab es keine beste Spiel. Kommen wir zur nächsten Kategorie, Spiele von heute. Also heute spielt Holland gegen Rumänien und musst du mal so überlegen, wenn Rumänien gewinnt gegen Holland, dann ist Rumänien weiter, ja? Sensation, ja? Aber muss man auch mal so überlegen, ja? Guck mal, warum soll Holland gewinnen gegen Rumänien? Sind doch nicht doof. Guck mal, überleg mal, wenn Holland verliert, dann ist Frankreich, Italien, tschüss. Kann Taktik sein. Und wenn Holland darum spielt, heute mit Portugal, mit Mannschaft B, ja, und alle anderen sind raus, weil die wollen halt mal so Ajax ausruhen machen und so, weißt du, dann kann sein, dass Rumänien gewinnt.
Warum nicht? Darum, guck mal, mein Tipp ist, auf jeden Fall, Holland macht auf jeden Fall eine Tore. Ja? Aber Frage ist wie immer, wie viele Tore macht Rumänien? Und Rumänien macht heute... Ja, zwei. Sensation. Guck mal, jetzt wird kompliziert. Wenn du nicht lesen kannst, kannst du nicht lesen, egal. Wenn du Ohren hast, hör einfach nur zu. Ja, guck mal. Wenn Rumänien spielt unentschieden gegen Holland und Frankreich gewinnt gegen Italien oder Italien gegen Frankreich, dann ist Gewinner hier, ist auf jeden Fall weiter, wenn Rumänien spielt unentschieden. Hast du verstanden? Hast du nicht verstanden? Wenn du immer noch nicht so verstanden hast, dann... Geh Wettbüro, lern selber, ja? Allah, Allah. Hoppa, nächstes Spiel, super. Frankreich, Italien, Italien gegen Frankreich. Jeder freut sich, nur die beiden freuen sich nicht, weil es wird anstrengend. Mann, Frankreich, Italien, was kann ein Tipp sein? Jeder überlegt sich, aber ich weiß, guck mal, hier ist Ribéry, hier ist Luca Toni, hier ist Bayern, hier ist auch Bayern, also Bayern gegen Bayern. Also eigentlich, du spielst gegen dich selbst, wer kann doch keiner gewinnen eigentlich, weißt du? Darum kann auch sein, unentschieden vielleicht, wa? Guck mal, ich hab doch gesagt, alle Türken, wir lieben alle Ribéry, weil er macht Hareket. Und wenn diese komische Gomis, oder wie heißt von Frankreich, diese komische Fußballspieler, diese Milli Vanilli, wenn er spielt, Frankreich kann nicht gewinnen, ja? Darum, ich sage eigentlich normalerweise unentschieden, ja? Aber weil Ribéry muss weiterkommen, sage ich Frankreich, unglaublich. Die machen heute drei und Italien leider nur eins. Unglaublich, Sensation auch hier. Aber guck mal, wenn ich jetzt heute treffe, Italien kommt weiter. Weißt du, guck mal, wir nehmen Ball. Neue Hareket-Situation. Und es ist doch so, guck mal, das ist Mauer. Mauer steht immer vor Tor, ja? Das ist Mauer. Ja? Und dann ist Ball hier. Verstehst du? Ball-Situation ist so. Und dann... Mal gucken, wenn ich treffe, Italien gewinnt, ja? Nein! Gibt's doch nicht, nochmal. Wenn ich jetzt mache ich Freistoß. Und das ist Luca Toni Freistoß. Oh! Scheiße!